Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut den Astrofotocast. Zurzeit ist Galaxiensaison, sie hat gerade angefangen und meistens hat man während der Galaxiensaison keine Verwendung für Schmalbandfilter, aber man kann gewinnbringend einen H-Alpha-Filter einsetzen. Wie man dann diese Aufnahmen, die man mit dem H-Alpha-Filter gemacht hat, von einer Galaxie oder von mehreren Galaxien in das finale Bild hinein mischt, das möchte ich euch heute zeigen. Es gibt dazu eine spezielle Methode. Das Ganze nennt sich Kontinuum-Subtraktion. Das klingt jetzt schwierig, klingt kompliziert, aber ich versuche es euch anschaulich darzustellen. Und kleiner Hinweis noch, ihr braucht entweder dafür die Software PixInsight, das geht aber auch mit Serial, das werde ich euch auch zeigen, und mit jeder Software, die irgendwie eine sogenannte Pixel-Mathematik beherrscht. Also, viel Vergnügen mit dem Video. Was tun, wenn Galaxiensaison ist und es scheint der Mond? Ganz einfach, man shootet H-Alpha, also man nimmt H-Alpha-Bilder auf mit einem engbandigen H-Alpha-Filter. Damit kann man dann diese kleinen roten Pünktchen, diese Gasnebel in den Galaxien sichtbar machen. Man kann aber auch zum Beispiel solche H-Alpha-Jets sichtbar machen, wie wir zum Beispiel, wie wir das kennen von der Galaxie M106 oder zum Beispiel auch von M82. Ja, das Problem ist das folgende, also ein Schmalbandfilter, wie zum Beispiel der H-Alpha-Filter, der lässt nur in einem ganz, ganz, ganz engen Fenster Licht durch. Das können 12 Nanometer Breite sein, 7 Nanometer oder sogar nur 3 Nanometer Breite. Und der ist dann genau da gesetzt, wo die sogenannte H-Alpha-Linie ist oder bei anderen Schmalbandfiltern, O3 zum Beispiel oder S2. Ich nehme als Beispiel aber jetzt mal H-Alpha. Die Sache ist die, dass der Filter nichts davon weiß, von dieser H-Alpha-Linie. Der wurde nur so gefertigt, dass er genau das Licht durchlässt. Aber wenn jetzt zum Beispiel Licht eines Himmelskörpers auf den Filter scheint und dieser Himmelskörper hat ein sogenanntes kontinuierliches Spektrum, dann scheint an dieser Stelle auch dessen Licht durch. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel Sterne sehen, auch in Schmalbandaufnahmen. Das ist also Licht, was sich an der gleichen Position befindet im Spektrum wie die H-Alpha-Linie. Aber das ist nicht dadurch entstanden, dass hier wirklich Rekombination von H-Alpha oder von Wasserstoffgas stattgefunden hat, sondern es ist einfach Teil des ganz normalen Regenbogenspektrums. Ja, zum Beispiel eines Sterns oder eben auch einer Galaxie. Ja, und Galaxien, die bestehen zum allergrößten Teil einfach aus sehr, sehr, sehr vielen Sternen. Und mit unseren Amateurteleskopen können wir nicht immer diese einzelnen Sterne trennen. Das heißt, eine Galaxie erscheint uns so als so ein kleiner Matsch, als so ein Milchstraßenmatsch. Wenn wir die Milchstraße sehen, sehen wir ja auch unsere Galaxie. Aber mit bloßem Auge können wir die Einzelsterne nicht trennen. Deswegen sehen wir so ein Milchband eben. Und dieses diesen milchigen Matsch, nenne ich den mal, den sehen wir eben auch in Galaxien. Das sind in Wirklichkeit alles viele kleine Sterne. Und die leuchten eben dann auch durch den Schmalbandfilter durch. Das heißt, wenn wir mit einem H-Alpha-Filter eine Galaxie aufnehmen, dann bekommen wir natürlich die Gasnebel, die im H-Alpha leuchten. Wir bekommen aber auch eine Menge, ich nenne es jetzt einfach mal Lichtmatsch, der aus dem kontinuierlichen Spektrum kommt. Gehen wir jetzt hin und färben dieses H-Alpha-Bild jetzt rot ein und blenden das in unsere RGB oder in unser Farbbild von der Galaxie, dann haben wir den Effekt, dass die ganze Galaxie einfach rot wird. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen eigentlich die Galaxie in den richtigen Farben darstellen. Und nur da, wo solche kleinen Gasnebel sind, da, die sollen ein bisschen betont werden. Und das ist eben, dafür müssen wir jetzt eben eine Lösung finden. Es wäre doch toll, wenn wir diesen Matsch, diesen Kontinuum-Matsch einfach aus dem H-Alpha-Bild abziehen könnten und dann am Ende nur quasi diese rot leuchtenden Gasnebel übrig blieben würden. Und genau das ist die sogenannte Kontinuum-Subtraktion. Ja, genau genommen das, was ich euch jetzt hier erkläre, ich nenne das immer die Kontinuum-Subtraktion des kleinen Mannes, denn die Profi-Astronomen, die machen das noch ein bisschen anders, ein bisschen raffinierter. Das werde ich am Ende des Videos nochmal zeigen. Und nur der Vollständigkeit halber, das geht nicht nur mit H-Alpha, sondern das geht auch mit O3 und mit S2 und mit überhaupt jedem Linienfilter. Jetzt gehen wir aber an den Computer und dann zeige ich euch mal, wie das geht.
Ich zeige euch jetzt die Kontinuum-Subtraktion zunächst mal in Pixinzeit. In Pixinzeit gibt es auch ein Skript, das vereinfacht die ganze Sache. Später zeige ich euch in Cyril auch, wie man das Ganze macht. Da gibt es kein Skript, da müssen wir eine kleine Pixel-Math-Formel benutzen, um das durchzuführen. Das geht natürlich auch in Pixinzeit, wenn ihr wissen möchtet, wie diese Pixel-Math-Formel funktioniert. Dann schaut euch den Cyril-Teil auch mal an. Und dann könnt ihr das hier in Pixinzeit auch nachvollziehen. Aber warum sollen wir uns die Sache so schwer machen, wenn es doch in Pixinzeit ein Skript dafür gibt? Hier ist das Objekt der Begierde. Das ist eine schöne Galaxienaufnahme. Man sieht hier auch schon diese rötlich-pinken H-Alpha-Gebiete in der Galaxie drin. Aber wir wollen die eben noch weiter betonen. Das ist jetzt hier eine reine LRGB-Aufnahme. Die ist auch schon gestretched. Sieht man daran, dass hier nicht mehr so eine grüne Linie ist. Und die legen wir jetzt aber erstmal auf Seite. Das brauchen wir später. So, jetzt sehen wir hier eine Aufnahme und das ist mit einer Monokamera aufgenommen. Das ist der Rotkanal einmal und hier haben wir eine H-Alpha-Aufnahme. Und ihr seht hier diesen Effekt, den ich beschrieben habe. Man sieht zwar die H-Alpha-Knötchen, man sieht auch Sterne. Wir sehen aber auch hier diesen, ich nenne das mal Milchstraßen-Matsch. Also das, was irgendwie nicht mehr auflösbar ist und was eben aus dem Kontinuum kommt. Und das wollen wir ja loswerden. Wir wollen nur noch diese Knötchen sehen nachher. So, bevor ihr jetzt abschaltet und sagt, das geht nur mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, das geht auch mit Farbaufnahmen bzw. ja, mit Bildern, die mit einer Color-Kamera gemacht worden sind. Also dann müsst ihr natürlich Aufnahmen haben, einmal ganz normal mit der Bayer-Matrix aufgenommen und dann mit einem Dual-Narrowband-Filter aufgenommen. Und zumindest das Skript, was ich euch jetzt gleich zeige, kann dann schon intern das Ganze in Schwarz-Weiß umrechnen. Ansonsten müsstet ihr die Kanäle extrahieren aus den Farbaufnahmen und das dann nur mit den Rotkanälen der jeweiligen Aufnahme machen. Das zeige ich jetzt aber nicht im Detail. Da könnt ihr mich im Zweifel mal anschreiben, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. So, ein letzter Satz noch. Hier sieht man daran, dass hier so eine grüne Linie unter dem Identifier ist, dass diese Aufnahmen noch nicht gestretched sind und das ist auch noch ein wichtiger Hinweis. In einem älteren Video über die Kontinuum-Subtraktion habe ich das auch mal gezeigt. An gestretchten Aufnahmen finde ich nicht optimal und ja, würde man auch eigentlich so nicht machen. Damals wusste ich es nicht besser, beziehungsweise hatte auch irgendwie nicht, glaube ich, die Möglichkeit, das im Linearen zu machen. Aber grundsätzlich sei gesagt, man macht die Kontinuum-Subtraktion im Linearen, also mit ungestretchten Bildern. So, was ihr braucht, ist eben dieses besagte Skript und das ist bei euch aber unter Umständen noch nicht installiert. Das heißt, ihr müsst es installieren. Das Ganze findet ihr unter Toolbox. Toolbox ist eine ganze Sammlung von Skripten und das wurde geschrieben oder diese Skripte wurden geschrieben von mittlerweile zwei Autoren, überwiegend von einem Autor, aber mittlerweile ist noch ein zweiter Autor dazugekommen. Beide heißen Jürgen und beide sind zu finden auf unserem Discord-Channel und da treiben wir das auch so ein bisschen voran, in dem Sinne, dass wir da diese Skripte testen und vorstellen und da könnt ihr ja auch mal reinschauen auf unserem Discord und dann könnt ihr auch direkt Kontakt aufnehmen. Wenn ihr zum Beispiel Wünsche habt noch für weitere Skripte oder Verbesserungen, dann funktioniert das sehr gut über unseren Discord-Channel Dark Matters. Also vielen Dank an die beiden Jürgens an dieser Stelle für die tollen Skripte, die ihr geschrieben habt. Nochmal ganz kurz zur Installation von solchen Skripten. Dazu geht ihr auf Resources, dann auf Updates und dann Manage Repositories. Da müsst ihr hier einen Link eintragen. Das ist in diesem Fall dieser Link hier. Den verlinke ich euch unter dem Video auch nochmal. Und dann müsst ihr einen ganzen Update-Prozess-Cycle einmal durchmachen. Und dann ist das Skript installiert. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwo noch eine Anleitung finde. Ich will da jetzt nicht so drauf eingehen, weil ich das in mehreren Videos auch schon sehr ausführlich gezeigt habe. So, letzte Vorbereitung, bevor wir jetzt das Skript ausführen. Da das bei der Kontinuum-Subtraktion mit den Sternen nicht hundertprozentig funktioniert, da bleiben also Überreste übrig, entfernen wir die Sterne erst. Dafür benutze ich einfach hier das Skript Star Exterminator und ich hau mal eben die Sterne aus beiden Bildern raus. So, die Sterne aus beiden Bildern wurden jetzt entfernt
Und selbstverständlich müssen die Aufnahmen aufeinander registriert sein. Da gehe ich mal davon aus, dass das selbstverständlich sein sollte. Ich erwähne es aber nochmal. Und noch was, ich habe hier vorher schon eine Gradientenentfernung bei den Bildern gemacht, sonst aber nichts. Die Bilder hatten starke Gradienten. Das ist bei der Kontinuum-Subtraktion nicht sehr hilfreich. Es ist also gut, die erst noch zu entfernen. Ansonsten bitte nichts machen, keine Deconvolution, kein Blur Exterminator oder irgendwas in der Richtung vorher machen. So, jetzt aber endlich zum Skript. Ihr geht auf Skript, Toolbox, dann Continuum Subtraction, so heißt das Ganze. Und dann könnt ihr hier diese Bilder eingeben. Die müssen natürlich geöffnet sein. In meinem Fall ist das jetzt der Rotkanal. Das heißt hier Red Integrated Registered Grexpert. Dann erscheint hier nach kurzer Zeit der Rotkanal. Wir haben hier eine Zoom-Funktion. Ich kann das Fenster auch mal ganz groß aufziehen. Dann sehen wir auch noch ein bisschen besser. Ihr könnt hier rumscrollen in dem Bild. Wenn ihr ein bisschen reingezoomt habt, sind hier unten Scrollbalken und so weiter und so fort. Hier steht noch ein bisschen was. Shift plus Left, Mausbutton for Zoom, Rectangle. So geht das dann. Und dann wird so reingezoomt. Auch ganz schicke Sache. So. Ihr könnt jetzt hier auch, wenn ihr eine Farbkamera benutzt habt, dann gebt ihr hier eure ganz normale RGB-Aufnahme rein und hier bei Narrowband würdet ihr dann euren Dual Narrowband Filter Aufnahme reingeben. Das wird dann intern in Monochrombilder umgerechnet. Ihr würdet dann hier auch Monochrombilder und keine Farbbilder sehen. Das als Hinweis. Und ich habe aber eine Monochromkamera hier genommen und jetzt gebe ich hier den H-Alpha-Kanal ein. So, nach kurzer Zeit seht ihr, die Subtraktion findet statt und wir sehen, die ist ein bisschen, hier wurde ein bisschen zu viel abgezogen. Dafür ist hier dieser Amount Slider. 0,1 ist immer ein guter Startwert für diesen Faktor, für diesen Amount Faktor. Aber wir müssen jetzt hier natürlich einen kleineren Wert eingeben und ihr seht, diese schwarzen Bereiche, die gehen dann zurück und da müssen wir jetzt irgendwie den Punkt finden, genau, wo wir genau irgendwie, ja, da sind wir schon eigentlich genau da, wo also das Kontinuum abgezogen ist und nur noch das H-Alpha übrig bleibt. Ihr könnt euch auch hier, ich mache mal gerade den Zoom rückgängig, ihr könnt euch auch hier anzeigen lassen in Rot die Anzahl der schwarzen Pixel. Das täuscht ein bisschen, weil hier ist vielleicht irgendein CCD-Defekt und am Rand da ist es vielleicht nicht ganz sauber abgeschnitten. Also es geht darum, dass irgendwie, ich drehe das nochmal hoch hier, ja, also dass wir hier nicht sowas haben. Ja, also das sollte auf keinen Fall sichtbar sein. Wenn da einzelne kleine rote Pixel drin sind, dann ist das nicht so schlimm. Also, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das ist natürlich 0,08 und nicht 0,8. So, das ist immer noch zu viel. Jetzt gibt es hier noch, also mit diesem Regler könnt ihr diesen Amount-Wert grob verstellen. Und wenn ihr dann schon in der Nähe seid, dann könnt ihr mit diesem zweiten Regler das Ganze noch fein verstellen. Das mache ich jetzt mal. Aber ich brauche hier noch irgendwie doch eine ganze Menge, um jetzt wirklich hier den Punkt zu treffen. Also diese rote Einblendung, die hilft euch ganz gut, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann ihr genau den richtigen Punkt getroffen habt. Und ich würde sagen, ungefähr hier ist es. Also sagen wir mal bei 0,76. So, und jetzt, wenn ich weiter runtergehen würde, dann seht ihr, dass der Kern schon wieder heller wird. Dann schlägt das, da schlägt das Kontinuum schon wieder durch. Also 0,76 war unser Sweet Spot. So, und dann könnt ihr hier einfach bestätigen mit diesem grünen Haken und dann habt ihr euer Bild für die Kontinuum-Subtraktion. So, hier haben wir jetzt das Bild und das könnt ihr dann noch umbenennen, könnt ihr hinschreiben irgendwie KS für Kontinuum-Subtraktion. Und jetzt seht ihr wirklich nur noch die H-Alpha-Knötchen. So, das muss aber jetzt irgendwie in das Galaxienbild rein und auch hier gibt es jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, das im Linearen zu machen. Und dazu gibt es auch ein Skript in der Toolbox. Dann geht er auf Toolbox und öffnet das Skript. Na, wo ist es? Combine H-Alpha with RGB. Ja, und dann müsst ihr hier dann ein Bild eingeben. Und das sollte dann eben ein lineares RGB-Bild sein. Das muss ich aber erstmal kurz öffnen. So, ich hatte es vergessen zu öffnen. Das ist jetzt also ein lineares, noch nicht gestretchtes RGB-Bild. Können das mal ein bisschen sichtbar machen. So, und da wollen wir jetzt unser H-Alpha einblenden. Also Skript, Toolbox,
dann Combine H Alpha with RGB. Und hier haben wir dann unser RGB View. Das ist also eben das Bild, was ich gerade geladen habe. Und das heißt RGB Grexpert. Das ist das. So, dann können wir hier jetzt H-Alpha eingeben und das ist dann eben unser Bild, das heißt ja Kontinuum-Subtraktion, das sieht dann so aus. Und ihr seht das jetzt hier, ihr seht so einen rötlichen Schimmer, da ist jetzt das H-Alpha reingekommen. Man kann jetzt hier noch eine Maske eingeben, die müsste man sich vorher erstellen und man kann hier über die Parameter irgendwie noch den Amount eingeben. So, was ich jetzt als erstes mal mache, ist, dass ich hier, ich zoome mal in diesen Bereich hier rein. So, also dieser Background hier, der schlägt hier ein bisschen durch, ja. Aus dem H-Alpha-Kanal schlägt hier der Hintergrund ein bisschen durch. Und da gucken wir mal, ob wir das ein bisschen reduziert bekommen. Und ja, das bekommen wir reduziert, ja, mit diesem Slider. Und dann kann man hier eben auch noch die Stärke eingeben, wie stark jetzt irgendwie das H-Alpha hier eingeblendet wird. Und ich zeige euch das hier der Vollständigkeit halber, aber man kann das im Linearen eigentlich sehr schlecht sehen mit der ganzen Geschichte, mit dem Einblenden der ganzen Geschichte. Übrigens, wenn ihr euch fragt, was Beta bedeuten soll, ja, diese H-Alpha-Knötchen, die leuchten ja nicht nur im H-Alpha-Licht. Also das Licht dieser H-Alpha-Gebiete ist eigentlich so ein bisschen bläulich auch. Das kommt dadurch, dass hier ja H-Beta auch eine Rolle spielen. Das kann man ein bisschen simulieren, indem man hier den H-Beta noch ein bisschen reindreht. Und dann wird das aus so einem Pink eher ein Blau-Rot. Das sieht eigentlich schöner aus. So, das habe ich euch nur der Vollständigkeit halber gezeigt. Ich mache das lieber anders. Mache das lieber in einer Software wie Photoshop. Und das zeige ich euch jetzt auch. So, bevor es nach Photoshop geht oder in irgendeine andere Software wie, was weiß ich, Affinity Photo oder was ihr da auch immer benutzt, müssen wir dieses Bild, dieses Kontinuum-Subtraktionsbild noch stretchen, weil das ist ja ungestretcht und das mache ich mal kurz rückgängig und dann sehen wir, das ist ja ganz schwarzes Bild. So, das heißt einmal stretchen bitte, dann geht es nach Photoshop, abspeichern als 16-Bit-TIFF nicht vergessen und wir sehen uns in Photoshop. So, ich habe jetzt hier die Bilder in Photoshop geöffnet. Das ist ein LRGB, bereits gestretched und soweit vorverarbeitet, dass wir beinahe vor der Finalisierung des Bildes stehen. Und hier ist jetzt mein Kontinuum subtrahiertes Bild. Und das ist auch schon bereits gestretched. So, mit Steuerung alles oder Apfel A auf dem Mac und Steuerung Copy geht das in die Zwischenablage und dann nehmen wir hier jetzt Steuerung V. Jetzt liegt das Bild hier über dem LRGB-Bild drüber. Jetzt gehen wir hin, müssen diese Ebene erst einfärben. Und das machen wir, indem wir eine neue Einstellungsebene kreieren. Und die heißt Farbton-Sättigung. So, dann müssen wir hier in diesem Menü das Einfärben, das Häkchen bei Färben setzen. Und wichtig ist hier dieser Pfeil, ne? Deswegen habe ich hier dieses Häkchen vorhin angesetzt, dass der nach unten durchschlägt. Das kann man auch mit der Steuerungstaste, glaube ich, mit der Optionstaste, auf dem Mac ist das zumindest Optionstaste, kann man das ein- und ausblenden. Also wichtig ist, dass dieser Pfeil hier auf diese Ebene zeigt. So, färben, Farbton ist rot, das heißt entweder 0 oder 360 Grad und dann die Sättigung auf 100% und die Helligkeit auf ungefähr minus 50. So, jetzt ist diese Ebene eingefärbt und jetzt können wir sagen, bitte negativ multiplizieren. Jetzt ist das Problem, dass der ganze Hintergrund rot ist und genau das kann man jetzt schön steuern, indem man hier jetzt wieder so eine Einstellungsebene macht. Das kann man übrigens auch mit diesem Menü hier unten, neue Misch- oder Einstellungsebene machen. Und da gehen wir jetzt mal hin und sagen Gradationskurve. Dann sehen wir hier die Gradationskurve und das Wichtigste ist erstmal, dass wir den Schwarzpunkt killen, also so nach rechts ziehen, dass der Hintergrund nicht mehr rötlich wird. Also da muss man jetzt genau irgendwie diesen Punkt finden, wo das ist. Und dann kann man diese Kurve wieder
nach oben ziehen und ihr seht, je steiler ich die stelle, desto mehr kommt das H-Alpha da in dem Bild irgendwie wieder raus. Und ich mache das in der Regel so, dass ich die auf dieses Niveau hier wieder angleiche mit einem zweiten Punkt und dann eben hier den Schwarzpunkt irgendwie so setze, ja, dass eben der Hintergrund gerade eben nicht erscheint. So, wenn ich jetzt diese, das kann ich jetzt mal hier als eine Gruppe machen, so, wenn ich jetzt hier die Gruppe ein- und ausblende, wir zoomen mal ein bisschen rein. Ja, dann sieht man das doch viel besser. Und jetzt sehen wir, wie hier nur, ja, diese H-Alpha-Knötchen betont werden, nochmal durch das H-Alpha und eben nicht der Hintergrund oder irgendwas anderes in der Galaxie. Und genau das ist der Effekt, den wir haben wollen. Und das kann ich hier viel schöner steuern in Photoshop. Ich kann auch hier nochmal in die Kurve gehen und kann die zum Beispiel auch ein bisschen steiler stellen. Aber dann seht ihr schon, dass hier das H-Alpha schon vorm Ausbrennen ist. Ja, klar, weil wir hier oben ja in die Sättigung kommen irgendwie. Also hier lieber irgendwie mit ein bisschen Geschmack vielleicht maximal so rangehen und dann sieht das Ganze super aus. So, jetzt das Ganze in Cyril. Hier mache ich aber nur einen Schnelldurchlauf, um euch das Prinzip zu zeigen. Also, das Erste, was ihr machen müsst, ist mal diese beiden Bilder, also das H-Alpha-Bild und das Rotbild in einem eigenen Ordner anlegen. Ich habe hier also einen Ordner angelegt, und nochmal in meinem Continuum-Subtraktionsordner einen Unterordner Cyril KS gemacht. Und damit ich die wirklich gut auseinanderhalten kann, habe ich sie sehr eindeutig markiert. Benannt, wollte ich sagen. So, dann geht er hier oben auf das Häuschen-Symbol und wählt das Arbeitsverzeichnis aus. Und ihr seht, ich habe das vorher schon mal ausprobiert. Also ich gehe in meinen Ordner Continuum-Subtraktion, klicke auf den Ordner Cyril Continuum-Subtraktion, sage öffnen. Das ist jetzt mein Arbeitsordner. Mehr passiert erstmal nicht. Jetzt gehe ich auf Bildbearbeitung und dann habe ich hier die Pixel Math, also Pixel Mathematik. Ich kann hier also eine mathematische Operation auswählen. Damit Cyril weiß, mit welchen Bildern es irgendwelche mathematischen Operationen machen soll, muss ich diese Bilder laden. Und zwar werden die geladen als sogenannte Variablen. Also Variablen sind Stellvertreter für diese Bilder. Und das mache ich hier mit diesem Plus Symbol, da klicke ich einmal drauf. Jetzt seht ihr hier irgendwie beide Bilder, ja, in meinem Home-Ordner und die wähle ich beide aus und sage öffnen. Und jetzt seht ihr hier, dass hier diese Variablen angelegt wurden. Die eine Variable heißt H-Alpha, die andere heißt Red. Obwohl ich das hier R genannt habe, hat es das Ganze Red genannt. Ich nehme an, das hat es aus dem Fizz-Header gelesen. So, jetzt hier oben kann ich meine Kontinuum-Subtraktionsformel eingeben. Die blende ich mal kurz ein. Die lautet nämlich H-Alpha minus Q mal, Klammer auf, R steht für Rot, minus der Median von Rot, deswegen in Klammern und dann wieder eine Klammer zu. Also, das übersetzt in meine Variablen. Hier heißt H-Alpha, heißt auch H-Alpha, dann kommt Minus. Jetzt dieser Q-Wert, das ist eben ein Faktor und ein guter Ausgangswert ist der Wert 0,1. Also geben wir hier mal 0,1 ein, dann mal, Klammer auf, und dann heißt das hier Red, denn meine Variable heißt ja Red und nicht einfach nur Rot oder R. Dann Minus, dann der Median, Klammer auf, von Red, Klammer zu und die zweite Klammer zu. Jetzt sage ich anwenden. Und jetzt sehen wir hier im Bilderfenster ein Bild und da sehen wir erstmal noch nichts. Das müssen wir noch stretchen über den Auto-Stretch. Und hier seht ihr jetzt, ich hätte die Sterne noch entfernen müssen vorher. Ja, die sind jetzt hier noch drin, aber es geht hier gerade mal nur ums Prinzip. Also vorher bitte die Sterne entfernen aus beiden Bildern und das dann machen. Jetzt wurde hier zu viel abgezogen. Das heißt, mein Faktor Q, der ist viel zu groß. Und jetzt weiß ich schon aus Pixinzeit, dass dieser Wert 0,76 sein muss. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Hupp, 0,076, pardon. Bleibt alles drin, ungeschnitten hier. Und jetzt haben wir die perfekte Kontinuum-Subtraktion. Mit diesem Q-Wert müsst ihr also im Zweifel rumspielen. Wenn hier irgendwas stark schwarz erscheint, dann müsst ihr diesen Wert
absenken. Wenn ihr noch zu viel Kontinuum im Bild drin habt, dann müsst ihr ein bisschen raufgehen mit diesem Wert. Ja, ich hatte vorhin am Anfang des Videos schon gesagt, dass das eine sehr einfache Methode der Kontinuumsubtraktion ist. Die Profis machen das anders. Die nehmen tatsächlich nämlich einen zweiten, sehr schmalbandigen Filter. Also die nehmen nicht den Rot-Breitbandfilter, sondern einen weiteren Schmalbandfilter. Dessen Durchlass sitzt aber nicht auf der H-Alpha- oder O3-Linie, sondern ein bisschen daneben. Und so machen das die Profis. Und es gibt zum Beispiel von Astrodon gibt es einen Filter, der nennt sich dann Continuum-Filter. Und das ist genauso ein engbandiger Filter. Wenn ihr das also wirklich professionell machen möchtet, dann müsst ihr das mit so einem sogenannten Continuum-Filter machen. Aber für unsere Zwecke reicht das, wenn wir einfach einen normalen Breitbandfilter nehmen. Die Methode übrigens, die ist nicht dazu eigentlich erdacht worden, um jetzt irgendwie H-Alpha in Galaxien einzublenden. Das machen wir Amateure einfach aus ästhetischen Gründen. Die Methode ist aber eigentlich eine Methode, um wirklich auch zu trennen. Also um wirklich zu sagen, das Licht, was ich da gerade mit meinem Sensor aufgenommen habe, ist das wirklich H-Alpha oder O3 oder ist das vielleicht Continuum? Wo könnte das interessant sein? Dann, wenn ich zum Beispiel neuen Nebel entdecken möchte oder sicher gehen möchte, dass das, was ich da gerade aufgenommen habe, wirklich ein O3-Strahler ist. Also zum Beispiel, wenn ich auf die Suche nach planetarischen Nebeln gehe oder Supernova-Überresten, dann bringt die Kontinuumsubtraktion sehr viel und wird da eingesetzt, um einfach auch zu beweisen, das ist ein O3-Strahler oder das ist ein H-Alpha-Strahler. Also das ist keine Methode jetzt, die irgendwie aus ästhetischen Gründen erdacht wurde, sondern eigentlich tatsächlich eine wissenschaftliche Methode. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und könnt jetzt diese Methode gewinnbringend für euch anwenden. Und wie gesagt, es ist auch interessant dann, wenn ihr zum Beispiel andere Objekte aufnehmt. Vor allen Dingen im O3 ist das auch eine spannende Geschichte. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, teilt diese Videos. Ja, das hilft mir und dem Algorithmus, dass dieser Kanal weiter wächst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.